Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Micha Bellum. Und heute möchte ich mir gemeinsam mit euch einen Solo-Spielmodus testen. Und zwar den Überlebens- oder Horde-Modus. Testet deine Grenzen gegen Horden von Gegner. Alleine oder mit Freunden. Und ja, ich habe dazu bisher nur die Information, dass dieses Spiel oder dieser Spielmodus doch ein ganzer kleiner wenig anders funktioniert als die anderen. Und bin da mal sehr gespannt. Okay. Neuer Modus, neue Ausrüstung, neue Spezialisten und jede Runde andere Gegner. Okay. Die Haltbarkeit ist von Einheit zu Einheit unterschiedlich und sie werden in der nächsten Runde nicht mehr auftauchen, wenn ihre Haltbarkeit erschöpft ist. Okay, also ich übernehme meine Einheiten von Runde zu Runde mit. Es sei denn, sie sind kaputt gegangen zwischendrin. So, Einheiten haben unbegrenzt. Achso, bei sehr einfach hat sie also unbegrenzte Haltbarkeit. Erhöhte Vorräte und 10 Runden. Und bei normal Standardhaltbarkeit. Erhöhte Vorräte, 12 Runden. Ich denke, wir können uns hier durchaus mal normal trauen. Da habe ich tatsächlich so im Vorbeiflug einen Tipp gelesen, der ganz interessant war. Wenn wir denn dazu kommen, ich gebe ihn ja trotzdem mal zum Besten, ob wir ihn zum Sehen bekommen werden oder nicht, ist dann eine andere Frage. Und zwar gibt es ja immer mal wieder die Möglichkeiten, Einheiten abzugraden. Und diese Upgrade-Möglichkeit, die könnte man taktisch einsetzen, weil es so sei, wenn man upgradet, dass die Trefferpunkte wieder aufgefüllt werden. Dass man vielleicht, wenn man denkt, na, die eine hält noch ein bisschen was aus, wir warten noch eine Runde, wie auch immer, kann natürlich auch schief gehen. Ja, wollte ich nicht unerwähnt lassen, für den Fall, dass das gleich in der Hektik des Gefechts untergehen sollte oder vielleicht auch gar nicht mehr so ist. So, es gibt den normalen Überlebensmodus und es gibt den Duo-Überlebensmodus. Naja, dann zu zweit gegen die Wellen, nehme ich an. Ja, cool. Dann, neues Spiel. Mal gucken, wie viel Zeit wir haben und wie das so... So, Runde 1. Ach, und endlich Zeit. Und mit einer Anleitung. So, im Überlebensmodus haben Einheiten einen Haltbarkeitswert. Wenn ein Squad von Einheiten im Kampf ausgelöscht wird, verliert die Einheit einen Punkt an Haltbarkeit. Ach so, interessant. Es ist gar nicht der Lebensenergiebalken, sondern wir müssen auf die Haltbarkeitswerte achten, die bei den Einheiten angezeigt werden. Einheiten, die ihre gesamte Haltbarkeit verlieren, gehen verloren und erhalten 75% ihrer Kosten zurück. Immerhin. Die Beförderung einer Einheit in die nächste Stufe stellt die gesamte Haltbarkeit wieder her. Okay, so geheim war der Tipp gar nicht. Wir wären hier noch von Anfang an drauf hingewiesen. Okay. Der Überlebensmodus. So, Flugabwehr. Haben wir auf jeden Fall Raketenwerfer. Lass mal gucken. Ganz viele kleine Einheiten. Wäre ein Raketenwerfer nicht schlecht, ne? Die Rhinos sind auch nicht schlecht. Ah, der Vulkan. Da fehlt mir die Kohle für. Machen wir das mal mit Scharfschützen. Warte mal. Wir haben ja Zeit. Kommen relativ flott hier runter. Nee, die Frage ist, wann fangen die Raketenanwerfer an zu schießen? Wie gut kommen wir hier mit den Einheiten durch? So, ihr hier hin. Ihr hier hin. Nach vorne. Denn... Die Scharfschützen. Die Scharfschützen. Schwierig. Warte mal, wir können sie ja auch beide hier reinstellen. Und ein Schild drüber. Wie weit muss ich hier noch runtergehen? So klappt es nicht. So vielleicht.
So, und ihr Verrückten hier? Geht mit nach links rüber, weil hier stehen keine Scharfschützen mit Schild. Empfohlene Formation. Ach, guck mal an. Könnte ich jetzt auch empfohlene Formationen von anderen Menschen auswählen hier. Okay, wie auch immer man eine Formation empfiehlt. Okay, wir probieren mal. Mist, jetzt überrennen mich diese Mini-Einheiten hier, oder was? Okay, das hat geklappt. So, Schildabwurf. Wirft ein Energieschild. Verbesserte Festung. Die Festung. Die habe ich doch hier gar nicht zum Freischalten, oder? Oder ist die Festung hier dabei? Wenn ich das jetzt mal sehen könnte. 200% mehr Schaden für Sentry-Raketen. Komm, Schildabwurf. Vulkan. So, die Festung ist gar nicht dabei. Und ich kann ja hier auch nichts freischalten. Also es gibt immer wieder neue und andere Einheiten, die hier zusammengewürfelt werden. Ah. Ach, und der Gegner hat auch andere Einheiten. Man muss immer wieder neu überlegen. Ah, aha, aha. Verstehe. Ach, und der abgeworfene Schild, der bleibt? Weil er nicht vernichtet wurde in der letzten Runde. Okay. So, dann packen wir hier noch eine Sentry-Rakete drüber. Irgendwie so. Wenn hier jemand durchkommt und ja, damit hat sich's dann schon. Auf geht's. Nicht schlecht. Bodenrieseneinheiten erzeugt eine Barriere mit 60.000 Trefferpunkten, um Einheiten in der Nähe zu schützen. Boah. Riesenbodeneinheiten. Komm, das probieren wir mal. Das laden wir wo rein? In dich rein. Das ist genau das, was ich auf dem Schlachtfeld schon mal gesehen habe. Jetzt weiß ich auch, was das ist. So, Schildabwurf. So, und noch Einheiten. Lass mal gucken. Ein Haufen Raketenwerfer, Roboter. Wollte ich hier noch dazwischen stellen? Naja gut, nicht ganz, aber fast. Dann... Wasps, Flugeinheiten. Würde ich gerne ein bisschen hier in der Hinterhand behalten.
Okay, und los geht's. Auf geht's. Boah, was eine Menge Raketenwerfer. Okay, wie war das? 8 Runden? Sturmvulkan. Die AP der Vulkanier wird um 40% erhöht. Die Reichweite verringert, aber die Bewegungsgeschwindigkeit auch erhöht. Auf geht's. So, die Schilde sind wieder aufgeladen. Upgrades. Tja. So, die Kriecher. Phönix. So, die bleiben hier, die Flugeinheiten. So, die Festung. Ein riesiger Wachroboter. So, du läufst hier vorne mit. Oder ganz vorne. Schon gut so. Und noch eine Sentry-Rakete. So. Noch Fragen, Kienzle? Nein, Hauser. Ach Schiss, jetzt werde ich auch noch flankiert. Auf beiden Seiten. Das weiß man natürlich vorher immer nicht. Trotzdem hat es noch für einen fetten Sieg gereicht. Serieproduzierter Opel, die Rekrutierungspreis von Overlord. Habe ich denn gerade Overlord? Da unten, ne? Panzerproduktionslinie. Produziert 2 Vorschlaghammerpanzer alle 13 Sekunden. Okay. Das bekommst du aufgeflanscht. So, Oberherr, riesiges Flugzeug, Luft und Boden. Ui. Zu wenig. So, wir können aber hier Sturmrufer auf der linken Seite einsetzen. Wir haben ja Schilde. Und ihn hier auf die rechte Seite. Und los.
Verdammt, Dom. Jetzt habe ich es ihm aber gegeben. So, Feuerpower-Steuerungssystem, Photonenemission, Geschwindigkeitsspezialist. Klar. Mal alles erhöhen hier. Zack. Das Schild funktioniert auch wieder. Ich habe Schilde auf beiden Seiten verloren. Bedeutet für mich aber nur... Bitte lasst mich hier irgendwo ein Schild hinbauen. Hallo, Schild. So, hier drüben eins abwerfen. Perfekt. So, mal gucken, welche Einheiten. So, wir haben hier noch ein Oberherr. Festung. Ne, ich würde tatsächlich hier... Ah, ich kann keine Sturmrufer rufen, ne? Hm. Eine Mustang-Einheit. Können wir hier mit hinpacken. So ein Fluggerät. So, mehr ist nicht zu rekrutieren, aber es funktionieren noch Sentry-Raketen. Alles klar. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Das schien mir schon nicht mehr so ganz so eindeutig zu meinen Gunsten zu sein. So. Hier. Orbitalbombardement. So, auf jeden Fall werden Schilde gebraucht. Mobil oder nicht mobil. Bringt jetzt erstmal nicht die Geige. So, sie dürfen nicht in das gegnerische Feld hineinragen, ich verstehe. Vulkan. Okay, das sind viele Bodentruppen. Viele Bodentruppen bedeutet... Vulkan ist gut. Ich nicht hinstellen, ne? Okay, dann hier nach hinten. So, was noch? Hier können wir noch einen Scharfschützen dazu nehmen. Ich habe noch überhaupt gar keine Upgrades gemacht hier. Okay, Sentry. Und los.
Mach nicht sowas mit mir hier. Tschüss. Das war knapp. Das war knapp, aber Überlebensmodus heißt auch normalerweise, wenn man verliert, verliert man. Okay. Komm hier, Firepower, Kontrollsystem hier. Zacki, zacki. So, was jetzt? Das ist ja die letzte Runde, oder? Also, Orbitalbombardement. So. Eine Phoenix-Einheit dazu. Vulkan dazu. So, Schild drauf. Schild drauf. So, Sentry-Raketen. Ich gehe mal davon aus, dass das die letzte Runde ist, deswegen verbrate ich jetzt hier auch noch alles, was geht. Und los. Bombe der Maul läuft aber ganz schön lange. Kann sein, dass ich mich hier in Teilen selber verletzt habe. Okay, die geht wohl eindeutig an die Runde. Was? Es geht nur weiter? Noch weiter? Ich dachte nur 8 Runden. Oder war's, oder war das im super leicht Modus? Okay. Raketenangriff freischalten. So, mal gucken, wie oft wurde der schon zerstört? Er hat nur noch eins. So, warte mal. Dich müssen wir mal upgraden. So, die Einheit nach vorne kann ich nicht upgraden. So, die haben noch Haltbarkeit. Das geht noch, das geht noch. Das geht noch. Was kann denn der Hacker? Truppentechnik. Erzeugt eine große. Sendet Lichtwellen aus, um die Kontrolle über feindliche Einheiten zu übernehmen. Bei leichten Einheiten nicht so effizient. Gut, hier sind nur leichte Einheiten. Bringt mich also so nicht weiter. So, hier steht einmal Festung. Hier rechts ist schon einiges. Dann packen wir hier links noch eine Festung hin. Da muss aber auf jeden Fall auch ein Schild drauf. So, ein Fang. Eine Fangeinheit. Nee, ich brauche ein Schild. Da rekrutiere ich tatsächlich dieses Mal weniger Einheiten. Als ich könnte. Ob das eine gute oder schlechte Idee ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, das stellt sich in wenigen Sekunden heraus im Überlebensmodus.
Das lief nicht gut. Runde 10. Komm, Brandbombe. Und dich würde ich gerne mal upgraden. So, jetzt ist aber auch schon Schluss mit Upgrades. Ja, oder auch ihn, doch, muss ich. Schiss, dass ich nicht mehr im Kopf habe, wie viel Runden wir hier noch spielen. Ja, Schilde schön und gut. Guckt euch das an. Bleibt mir eigentlich nur noch hier der Mustang. Komm, einmal. Nee, nicht vorschicken. So, ach, ein Schild hätte ich mir sparen können. Ja, egal. So. Raketenangriff. So, hierher. Brandbomben, ihr werdet euch doch bewegen, oder? Alles klar. So, noch eine Sentry-Rakete hier. So. Bereit, wenn Sie es sind, Sergeant Pembry. Schockgefrostet. Wie auch immer ich das noch geschafft habe. Ich habe mich nicht gesehen. So, Oberherr Schlachtschiff Rhino-Angriff. Wir machen mal einen Rhino-Angriff. Der ist nicht so teuer. Aber war, glaube ich, trotzdem keine gute Idee. So, Schild abwerfen. So, hätte ich den gerne hier oder da, den Schild? Hier hätte ich den gerne. So, Einheit. So, jetzt Upgrades. So, den kann ich nicht upgraden, den werde ich verlieren. Den kann ich nicht upgraden, den werde ich verlieren. Bis hier kann ich ein Upgrade machen. Hier geht kein Upgrade zu machen. So, hier geht noch. Da geht, da brauche ich aber nicht. So.
Okay, kein Geld mehr, keine Möglichkeiten mehr. Los geht's. Ach, der Rhino da oben konnte gar nichts. Tja, wie sich das Blatt manchmal so wendet. Schaden an Schilden, massenproduziertes Rhino, Vorschlaghammer mit erweiterter Reichweite, stärker von Schildgeräten erhöhen, komm hier. Elektromagnetischer Puls. Arbeitet der Gegner jetzt mit Schilden oder nicht? Keine Ahnung, wir pulsen auf jeden Fall mal. Viele Einheiten verloren. Aber hier sind auch große Hacker-Einheiten dabei. Ich probiere mal Hacker-Einheiten aus. Ich möchte gerne, dass ihr auf die Großen hier geht. Ja, genau. Okay, zweite Hacker-Einheit. Bei den Kleinen leider nicht so effizient. So, Schilde. Wir können auch noch mehr und überlappende bauen, oder? Ne? So, Sentry. So, was können wir noch machen? Upgrades von Einheiten, die keine brauchen. Schiss. Noch so Flammenwerfer wären nicht schlecht, aber auch die Einheiten, die eben produziert werden können, die ändern sich von Mal zu Mal. Also es ist ein ganz anderes Spielerlebnis, als man das so von Mechabellum und aus den anderen Spielmodi kennt. Zumindest bisher. So, ich habe doch noch Geld. Der Vulkan kann noch. Entzünden, Reichweitenerhöhung. So, der Oberherr, der kann noch. Artillerie. Ich hätte vielleicht schon mal früher solche Upgrades machen sollen, oder? So, 150, was kann man da noch machen? Gibt es noch irgendwas für 150? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Sprungantrieb, komm. Und los. Okay, das war's da wohl mit dem Überlebensmodus, der in einer Niederlage endet. Aber nicht schlecht. Wie es weitergeht, erleben wir dann gemeinsam in der nächsten Folge. Bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.